und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das ist Teil 3 des Ranch Packs und zwar geht es in diesem Video ums Gameplay. Danke nochmal an EA für den Vorabzugang, dass ich euch das Pack auch schon im Vorfeld aufnehmen und zeigen darf. Ich freue mich total, dass es heute ums Gameplay geht. Ich habe jetzt vorhin schon den Cast-Teil und den Gameplay-Teil aufgenommen. Ich habe das in 3 verschiedene Teile gepackt, dieses Video, weil allein schon der Cast-Teil super lange ging und auch der Baumodus eine Weile gedauert hat, bis ich da komplett durch war. Und da ich allem gerne genug Zeit widmen möchte, habe ich mich dazu entschieden, einen 3-Teiler draus zu machen. Das ist der Gameplay-Teil und ich glaube, auch dieser wird relativ lange werden. Ich werde euch nicht alles zeigen können, weil das bedarf eigentlich ein ganzes Let's Play, wenn ich damit jetzt anfange. Ich versuche aber so viel wie möglich zu zeigen, wie zum Beispiel, wie man Pferde vielleicht paaren kann. Also ich hoffe sehr, dass ich das zeigen kann, wie die Liebe machen und vielleicht ein Baby bekommen. Das fände ich halt richtig cool. Und so generell so ein paar Gameplay-Sachen, wie man die zum Beispiel füttert, ob man die steuern kann, wie man reiten kann und so. Solche Sachen möchte ich natürlich in diesem Video sehen. Ich bin deswegen mit der Familie, die wir im Kass erstellt haben, jetzt auf ein vorhandenes Grundstück gezogen, das auch schon eingerichtet ist. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video, bevor ich jetzt euch noch das lange Ohr abkaue. Ihr seid ja bestimmt auch neugierig. Let's go! So, das hier ist ja die neue Welt. Ich habe im Bild bei Part auch schon diese Sachen hier vorgelesen, die einzelnen Städte, wie die so sind. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen Zeit haben in diesem Part, dass wir natürlich auch mal so das ein oder andere Grundstück besuchen können. Ich habe mich jetzt für diese Farm hier entschieden, dass wir hier hinziehen mit unserer, ja, großen Familie. Ich hoffe, das klappt auch. Ja, let's have a look. Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Weil wir haben nämlich schon ein Pferd und das wollte ja auch irgendwo leben. Deswegen dachte ich, nehmen wir so ein Grundstück, wo auch schon alles steht. Wieso hat unser Pferd jetzt ein Schleifchen am Po? Ach, weil ich wahrscheinlich... ich habe wahrscheinlich das nicht ausgewählt, dass das... das stört mich jetzt schon ein bisschen. Das ist das Sommeroutfit vom Pferd. Hier steht jetzt, herzlichen Glückwunsch, du besitzt nun ein Pferd. Oh, ein Pferd, gucke mal. Ein Pferd zu besitzen bedeutet jede Menge Arbeit, hartes Training und jede Menge Pflege. Es gibt ein paar Dinge, die für die korrekte Versorgung eines Pferdes unerlässlich sind. Decke dich im Baumodus ein, indem du die Sortierung... Objekten nach Raum, den Abschnitt draußen, dann Tiere wählst. Okay. Dazu gehören Pferdewasserdruck, Pferdestellplatz, großer Ball, Sprunghindernis. Das müsste aber alles schon hier sein, ne? Ja, guck mal, hier ist ein Schlafplatz, hier ist ein Wasserdruck und hier ist ein Futtertrog. Wir haben natürlich viel zu wenig Platz für unsere Familie, weil wir haben ja hier noch ein Kind. Aber ich werde die immer glücklich cheaten, damit die immer maximal happy sind und wir in Ruhe das Gameplay abchecken können. Genau, okay, ich kann das Pferd nicht anklicken. Also ich habe kein Inventar von dem Pferd. Aber hier steht, dass es ihm okay geht gerade. Wenn ich das Pferd anklicke, kann ich reden, zuflüstern, aber das geht noch nicht. Gute Freunde muss ich werden. Stalldratsch erfahren, Hals kraulen, Hals massieren, aus der Hand füttern, Hufe säubern, aufsteigen. Ach krass, guck mal, das ist auch nochmal kategorisiert in Pferdepflege, Fellbürsten, Hufe säubern, Pferd zum Trinken rufen, ausreiten. Mhm. Pferd verkaufen, ne? Über Pferdepflege erfahren. Okay. Profil öffnen. Süß! Oh, guck mal! Er gibt ein richtiges Profil. Unabhängig, freundlich, dynamisch. Hat bisher keinen Wettbewerb gewonnen. Das ist ja cool. Es hat ein richtiges Fähigkeitsding. Charakter, Beweglichkeit, Springen und Ausdauer. Ist ein erwachsenes Pferd, eine Stute und ist 1000 Simoleons wert. Der Wert eines Pferdes wird durch seine Fähigkeiten, Level, seine Wettbewerbsauszeichnung und die Qualität der erhaltenen Pflege bestimmt. Okay. Das heißt, es kann auch eine bessere Qualität bekommen. Das ist auch hier mit drin. Dann, was kannst du mit dem Pferd machen? Sausewind betrachten und anlächeln. Okay. Du kannst brabbeln. Smalltalk mit dem Pferd. Gut. Du könntest Halskraulen aufsteigen. Mhm. Pferd zum Trinken rufen. Sie kann natürlich auch einiges, ne? Stalldratsch erfahren. Interagier doch mal mit dem Pferd, bitte. Ja, gib ihm mal das Kind und kümmer du dich mal drum. Hunger ausgezeichnet, Energie ausgezeichnet, Spaß, sozial gut. Okay, wenn wir über das aufs Pferd hovern sozusagen, sehen wir noch ein paar Informationen. Wie geht's, können wir ihn fragen. So, sie hat jetzt hier unten Merkmale erhalten. Glücklich wie ein Pferd. Ein Pferd glücklich zu sehen, macht auch Sophie glücklich. Schließlich sind Pferde verwandte Seelen. Schön. Dann hat sie hier den Wunsch, an Pferdewettbewerb teilnehmen. Wie wäre es mit einer Teilnahme am Pferdewettbewerb? Okay. Sie mag Fitness, gut. Das können wir auf jeden Fall machen. Das will ich eh testen. Und Reitfähigkeit verbessern. Oh, die Animation war gerade gruselig. Magst du das bitte nochmal machen? Das möchte ich mir bitte nochmal anschauen. Oh mein Gott, hier sind gerade auch ganz viele Sachen auf einmal passiert. Sausewind ist glücklich, dass alle ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Charakterfähigkeit erworben. Die neue erworbene Charakterfähigkeit auf dem Gebiet Charakters in Sausewind erfolgreich Interaktion mit Sims und Pferd durchgeführt. Tage bis zur Alterung 50. Okay. Lektion Pferdeliebhaberin. Das sah aber, wie gesagt, gerade ein bisschen gruselig aus. Wo geht denn unser Pferd jetzt hin? Können wir da wirklich mal ausreiten vielleicht? Weil sie möchte ja gerne Reitfähigkeit verbessern. Das heißt, ich lasse sie jetzt mal reiten. Ausreiten.
zum entspannten Ausritt. Und ihn lasse ich jetzt mal nach dem Nektar schauen. Gibt es hier eine Nektar-Zubereitung? Ich glaube nicht auf diesem... Oh, das ist ja auch süß mit dem kleinen Auto, ne? Schöne Ranch. Guck mal, die haben sogar einen richtigen Stall hier. Ich gehe mal in den Baumodus und platziere jetzt mal so einen Raum. So einen Nektarkeller. Wo ist denn der? Alles für die Nektarherstellung. Ja, perfekt. Das platzieren wir jetzt mal hier. Basiszutaten kaufen. Das heißt, er kann jetzt erstmal Zutaten kaufen, Nektar herstellen. Apfelnektar, Erdbeernektar, Müllnektar. Energienektar. Okay, dann werden wir jetzt erstmal 5 Äpfel kaufen. Und jetzt kann er Apfelnektar herstellen. Okay. Das möchte er auch. Er will die Fähigkeit Nektarherstellung verbessern. Und was möchtest du noch? Freundlich zu einem Pferd sein. Okay. Dann geh du jetzt mal den Nektar herstellen und sie geht mal reiten. Damit wir alles mal anschauen können. Okay, sie hat jetzt den Sattel drauf gemacht und steigt auf. Ja, kommst du hoch? Spazierst du jetzt los? Sie spaziert los. Was macht er da jetzt die ganze Zeit? Nichts. Oh, sie reitet da jetzt umher. Das sieht richtig süß aus. Noch ein bisschen zaghaft, ne? Weil sie das ja noch nicht so gut kann. Sie hat ja jetzt erst die Reitfähigkeit erworben. Mhm. Reiten. Und was macht er? Nichts. Er hat die Nektarherstellung erlangt, aber er macht doch gar nichts. Er steht ja einfach nur daneben. Boy, machst du was? Er ist beschämt. Schlechte Ranch-Produkte. Aber er macht ja gar nichts. Können wir das nochmal starten, bitte? Objekt zurücksetzen. Nektar herstellen. Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Kannst du nochmal Nektar herstellen? Nee. Irgendwie glaube ich... Wo ist er jetzt hin? Ach, jetzt ist er hier. Ach, jetzt ist hier auch Nektar drin. Ach ja, okay. Machst du das bitte nochmal? Und sie ist noch am Reiten? Oh, schön. Hier sehen wir auch ein bisschen was von der Welt. Aber ich glaube, unser Pferd ist langsam müde, ne? Es ist halt auch anstrengend zu reiten, aber es sieht gut aus. Ich mag das, wie zaghaft sie gerade reitet. Das sieht sehr cool aus. Jetzt macht er Nektar. Gut so. Oh, oh. Naja, das finde ich jetzt ein bisschen eklig. Okay, er hat jetzt die Nektarherstellung erlangt. Nektarherstellung vereint die feine Kunst, erlesene Aromen in Vielzahl von Zutaten zu gewinnen, mit der nicht so feinen Kunst, diese Zutaten zu einem Brei zu verarbeiten. Mhm. Ja, ich bin da mal gespannt, was man dann damit machen kann mit dem Nektar. Sie ist immer noch am Reiten. Kannst du eigentlich auch Nektar herstellen? Bei Nektarherstellung zusehen. Okay, da kann sie nur zusehen. Wenn die Mama gleich wieder da ist, kannst du auch mal reiten, ja? Läuft das Pferd durch das Wasser? Das ist ja schon schön. Also die Welt gefällt mir gut. Die ist sehr hübsch. Die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte, die wäre viel prärielastiger. Aber die sieht doch schon wirklich sehr schön aus. Zum dynamischen Ritt aufbrechen. Mach mal. Wie sieht ein dynamischer Ritt aus? Oh, bisschen dynamischer. Okay. Zum intensiven Ritt. Oh, ey, aber nicht runterschubsen. Jetzt habe ich gesagt, intensiver Ritt. Das Pferd ist jetzt sehr glücklich. Machst du jetzt einen intensiven Ritt? Ich will das gern sehen. Oh, Ausdauerlevel 2 erreicht. Okay, sie kann jetzt, wenn sie Sausewind wird, bei der Verwendung von Fässern und Sprunghindernissen nicht mehr so schnell müde. Obacht, aus dem Weg. Oh, schön. Oh, hey, das sieht voll schön aus. Ja, Sausewind, sie baut jetzt Reitenfähigkeit 2 auf. Er baut noch die Nektarfähigkeit auf und sie reitet hier umher. Oh, das ist das Grundstück, das wir für den Baumodus benutzt haben. Ist aber auch cool, dass sie da so umherreiten. Guck mal, hier ist ein Hindernis. Kannst du mal da zum Springen hinzufügen? Kannst du mal darüber springen mit deinem Pferd? Grundlegende Sprünge üben, Sprungstange für Fortgeschrittene hinzufügen. Ach, man kann die Sprungstünge dann, Stangen einfach upgraden sozusagen, wenn das Pferd es schon gelernt hat. Das finde ich cool. Oh, sorry, jetzt habe ich gespult. Kannst du es nochmal machen? Die neu erworbene Fähigkeit auf dem Gebiet des Springens. Aha. Tragen nun dazu bei, dass Sausewind bei der Verwendung von Sprunghindernissen eine bessere Leistung erbringt. Steigt die Fähigkeit weiter an, erhöht sich auch die Leistung von Sausewind beim Abschluss bestimmter kommunaler Aufträge und der Wettbewerb Springfähigkeit. Cool. Oh, jetzt hat es sich nicht getraut. Jetzt ist es zurückgegangen. Jetzt müssen wir es nochmal probieren. Schön. Also die Animationen sind auch ganz hübsch, muss ich sagen. Sie möchte gern an einem Wettbewerb teilnehmen. Kannst du auch hier rüberspringen, über diese Fässer? Mit Fässern üben. Was genau ist das dann? Mach das mal. Sie hat jetzt Level 3 der Reitfähigkeit erreicht. Ah, das ist ja ihr Bestreben hier unten. Level 10 der Reitfähigkeit erreichen, an 15 Pferdewettbewerben teilnehmen, Gold in 5 Champion-Wettbewerben gewinnen, Pferdewettbewerben und ultimative Pferdemeisterschaft gewinnen. Das sieht schon süß aus. Ja, aber dann lass uns doch direkt mal in die Stadt gehen, würde ich sagen. Weil ich will auch wissen, wie man jetzt... Die Fähigkeiten laufen weiter. Ich will nämlich auch mal wissen, wie man jetzt Tiere holen kann. Wir gehen mal einfach in die Innenstadt, würde ich sagen. Zum Park. Sind wir dann schon in der Innenstadt? Ich glaube schon. Wir nehmen Sausewind natürlich mit. Was ist das jetzt hier für ein Gebäude? Das ist ein Park. Ranch-Tierbörse. Ach, guck mal! Also hier, ich bin jetzt einfach zu dem Park gegangen. Das ist ein richtiger... Oh, guck mal. Ah, okay, Moment. Das ist so ein Pferdepark. Und hier können wir jetzt... Das war ja jetzt ein witziger Zufall, dass ich das sofort gesehen habe. Ich habe gedacht, ich muss das am Telefon vielleicht machen. Geht das am Telefon? Wie bei Hund und Katze, wisst ihr? Ranch-Tier-Tauschbörse anrufen. Pferd retten. Pferd kaufen. Pferd verkaufen. Zwergziegen und Zwergschafe kaufen. Das kann man aber scheinbar auch in dieser Box machen. Oh mein Gott.
Das ist ja blau. Muss einmal pro Tag geschoren werden. Das, wieso sind das blau? Ach, sind die süß? Das ist ja grün. Und orange. Aber irgendwie süß, ne? Okay, Moment einmal. Ich hole mir jetzt mal einen mokkafarbenen Zwergschaf-Dings und eine gemsfarbige Zwergziege. Sind gar nicht teuer, ne? Wo sind die jetzt? In meinem Inventar? Ja gut, wir müssen sie natürlich jetzt erstmal nach Hause bringen, nehme ich an, ne? Okay, aber hier kann man die kaufen. Hier kann man auch mit den Tieren ein bisschen trainieren. Vielleicht, wenn man ein kleineres Grundstück hat und nicht so viel Platz hat. Ich könnte das Pferd, könnte ich das auch hier wohnen lassen sozusagen? Weiß ich nicht. Hierhin galoppieren. Das heißt, ich kann mich mit dem Pferd auch fortbewegen. So, und das ist, glaube ich, ähnlich wie in Sims 3. Pferdetraining. Hier könnte ich mit Sausewind ein Pferdetraining absolvieren. Pferd verkaufen. Oh, Sausewind ist jetzt schon 100 Simoleons mehr wert als vorher. Bei Wettbewerb zusehen. Das werden wir gleich mal machen. An Wettbewerb teilnehmen. Pferd retten. Und Pferd kaufen. Aber was heißt Pferd retten? Ich dachte, dass man Wildpferde aufgrund des Umfelds, dem sie entstammten, besitzen gerettete Pferde schwierige Merkmale. Möglicherweise benötigen sie mehr Aufmerksamkeit und Pflege. Wie schön ist das denn? Poseidon ist ein Fohlen. Aggressiv, entspannt, liebesbedürftig. Wir holen mal, oder was ist denn hiermit? Stute? Stute? Hengst? Stutenfohlen. Ich würde mal den Bandit nehmen, weil wir wollen ja eventuell auch noch ein kleines holen. Gehst du da jetzt rein und holst das Pferd? Und dann will ich noch am Wettbewerb... Achso, nee, warte mal. Jetzt muss ich erstmal das Pferd holen, glaube ich. Süß! Banditmüller. Okay, wo ist das Pferd jetzt? Ach, das ist jetzt hier. Neues Pferd. Ach, schön. Hey, was machst du mit meinem Pferd, Miss? Wo ist sie denn jetzt? Jetzt ist sie da drin. An Wettbewerb teilnimmst. Stelle deine Fähigkeiten unter Beweis, indem du gegen die Besten antrittst. Wähle zunächst die Wettkampfart und die Schwierigkeit. Du musst 1, 2 oder 3 werden, um dich für höhere Schwierigkeitsniveaus zu qualifizieren. Pferde können nur einmal pro Tag teilnehmen. Ein Reiter kann jedoch mit verschiedenen Pferden mehrfach am Tag antreten. Fohlen und rechtige Pferde werden nicht zugelassen. Sowohl das Pferd als auch der Reiter müssen für die Teilnahme anwesend sein. Rufe sie herbei, indem du die Pfeife nach dem jeweiligen Porträt auswählst. Ja, Neuling, Neuling, Neuling. Okay, es gibt Westernreiten, Springreiten, Ausdauerrennen und Fassreiten. Dann würde ich doch aber mal Springreiten nehmen, weil wir das gerade probiert haben. Demonstriere die Beweglichkeit deines Pferdes, indem du Sprunghindernisse überwindest, ohne dass eine Stange fällt, und erziele die schnellste Zeit. Momentan liegt die Messlatte nicht sehr hoch. Ist dein Pferd bereit für diese Herausforderung? Sausewind, du kannst das. Empfohlen ist 3. Oh, empfohlen ist 3 und 2. Wir haben 1 und 1. Das macht gar nichts. Aber hier könnte ich auch das Pferd wechseln und auch den Reiter wechseln. Aber wir haben jetzt sie halt schon trainiert. Was wäre denn bei diesem hier? Ausdauer. Da haben wir wenigstens schon 2. Dann lass uns doch vielleicht lieber... Die Ausdauer würde hierfür ausreichen, aber das... Ach, das finde ich ja interessant. Wir machen das jetzt. Teilnahmegebühr 100 Simoleons. Rein da! Ach, das ist ja schon schön. Das ist halt ein Rabbit Hole, ne? Oder kann man irgendwie zusehen? Steht jetzt auch gar nicht dabei, wie lange das dauert. Okay, sie hat sich jetzt angemeldet. Ach, jetzt steht's dabei, weil sie sich erst anmelden musste. Wo ist denn jetzt unser anderes Pferd? Och, hallo! Guck mal, da ist unser anderes Pferd. Der Bandit. Okay, Bandit hat eine Charakterfähigkeit erworben. Oh, das ist immer so viel am Anfang, wenn man von so einem neuen Pack so erschlagen wird mit Infos, ne? Oh, der ist irgendwie ein bisschen gestresst, glaube ich. Ja, wir haben Bronze geschafft. Lobenswerte Leistung. Das fand ich bei Sims 3 irgendwie so schön, als man gesehen hat, wie die so Kopf an Kopf rennenmäßig nach oben gehechtet sind. Oder nach unten. Aber okay, das ist in Ordnung hier. Das war jetzt auch ein schönes Wettbewerb. Wir haben dazu nichts machen können. Die standen einfach nur daneben, haben geglotzt. Aber gut. Haben jetzt hier eine Bronzemedaille. Und da kommt Sausewind auch schon raus. Können wir die Pferde irgendwie sagen, lernt euch kennen, ermutigen, sich zu paaren mit Bandit? Ih, da liegt jetzt Pferdemist, ne? Nehm mal mit. Sophie hat etwas über Pferdemistqualität kennengelernt. Oh, hallo ihr zwei. Aber ihr macht jetzt nicht direkt Baby, oder? Ihr müsst euch doch erstmal mögen. Oder mögt ihr euch? Mögt ihr euch schon? Machen die jetzt schon Liebe, Leute? Ermutigen? Weiß ich jetzt nicht. Jetzt ist Sausewind eingeschlafen. Oh mein Gott! Die haben Liebe gemacht. Okay. Sausewind hat auf jeden Fall gepullert. Gut, wir gehen mal nach Hause. Nehmen wir die Pferde mit? Okay. Oh mein Gott, dann kriegen wir vielleicht doch noch einen Fohlen so schnell. Ich dachte, das würden wir nicht schaffen zeitlich. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie lange sie schwanger ist, ne? Jetzt können wir sie nicht ermutigen. Achso, wir wissen ja aber auch gar nicht, ob das sofort geklappt hat, ne? Das weiß man ja auch immer nicht. So, jetzt haben wir diese Ziege. Mokkafarbige Ziege. Kann ich die mal in der Welt platzieren und dich auch in der Welt platzieren? Oh, hallo! Oh, für Simoleons Scheren. Versorgen, Kontakte knüpfen. Oh Gott, sind die süß. Oh mein Gott, sie ist eingeschlafen. Oh mein Gott, sie hat Zwergschafe gezählt. Oh wow. Okay, die Ziege ist ein bisschen frech. Oh, die ist ja ganz winzig. Süß. So, sie hat jetzt das Merkmal schroffe Ziege. Mürrische Zwergziege hat nichts Nettes zu sagen.
Und für Simoleons melken. Oh Gott, es ist ja winzig, ey. Aber kann ich die auch melken für mich? Also, dass wir die Sachen haben? Aufgaben. Bitten, bei der Gartenarbeit zu helfen. Oh mein Gott, unser Pferd tobt sich aus. Okay, das ist schon sehr süß, ne? Oh mein Gott, wie die hüpfen. Nee. Oh mein Gott, ihr Süßen. Okay, wo schlafen die jetzt? Also, wir können ja jetzt sagen, Stellplatz zuweisen, Sausewind. Stellplatz zuweisen, Bandit. So, gehen die dann von selbst rein? Pferd bitten herzukommen, Sausewind. Dann müssen wir, oh, guck mal, wir müssen noch unsere, oh, wie süß das Pferd jetzt kommt. Wir müssen hier noch das Essen auffüllen. Pferde zum Trinken rufen. Aber das finde ich okay, dass man direkt immer sieht, wie es denen so geht. Die Kleinen schlafen einfach hier. Ich muss jetzt mal gucken, ob es noch Bedürfnisse, also so Decken oder sowas für die Tierchen gibt. Es gibt Präriegras. Ich weiß gar nicht, ob ich das selbst pflanzen muss oder ob das einfach wächst. Ich pflanze es jetzt mal hier hin. Pferdestellplatz. Aber gibt es auch was für die Kleinsten? Weiß ich gar nicht. Aber ich könnte denen natürlich ein Gehege bauen, ne? Jetzt sitzen sie alle da. Wieso bist denn du traurig? Überstrahlt. Okay. Also hier haben wir jetzt Nektar. Hast du den jetzt zu Ende fertiggestellt? Tatsächlich, er hat jetzt Nektar, Apfelnektar. Einschütten? Einschütten, 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 einschütten. Mit Arbeit prahlen bei seiner Frau. Kannst du gern machen. Und dann ist die Frage, kannst du... Ach, guck mal, das ist die Aufbewahrungskiste. Die wollte ich nämlich auch testen. Da kann man was reinpacken. Hier ist das Regal, glaube ich. Ich glaube, er kann das jetzt... Oh, da liegen jetzt zwei drin. Aber da steht, ja, jetzt steht da 2 von 3. Öffnen. Die Qualität ist schlecht. Noch nicht gereift. Okay, wir können ihn also reifen lassen. Das finde ich auch ganz cool. Und was mit unserem Pferdchen hier? Wieso wollt ihr nicht schlafen, ihr zwei Mäuse? Ah, das ist schon krass, dass man die nicht selbst steuern kann. Aber irgendwie macht es auch Sinn, weil ich meine, ne? Ich wüsste jetzt gerne, ob sie schwanger ist. Okay, sie spielt jetzt noch ein bisschen mit dem Pferd. Hals massieren kannst du. Guck mal. Oh, da hat er gar keinen Bock drauf. Sehr glücklich ist sie hier. Fellbürsten. Oh, hallo Pferdchen, magst du gerne, gell? Umarmen können wir das Pferd noch. Entmutigen sich zu paaren. Ermutigen. Wieso lese ich immer entmutigen? Ermutigen zu paaren. Dann machen wir das doch direkt nochmal. Gucken, ob sie nochmal Lust haben. Macht ihr jetzt Liebe? Nein? Warum? Wäre schon schön. Okay, sie haben es vor kurzem versucht. Na gut. Was ist das jetzt hier? Gesamtes Präriegras ernten. Perikras ernten. Wir ernten das jetzt mal. Ich will mal wissen, ob ich das dann auch pflanzen kann. Bisschen anstrengend, ne? Mhm. So, sie hat jetzt etwas über Perikras gelernt. Oh, und es wächst wahrscheinlich jetzt nach, ne? Notizbuch. Ein Produkt, das in harter Gemeinschaftsarbeit von Sims und der Natur hergestellt wird. Geerntetes und zu Heuballen gebündeltes Perikras ist ein gesunder Leckerbissen für Pferde, Zwergschaf und Zwergziegen. Sims können Ranchtiere per Hand füttern oder eine Heuraufe, Heuher mit Perikras füllen. Und das ist der Düngerherstellung, eingesammelt von Pferdemist, konsistente Erfüllung der Bedürfnisse der Pferde. Ach so, dann wird es besser. Mist von gut versorgten Pferden ist mehr wert und bietet größere Vorteile. Verwendung: Düngen, um die Qualität von Gartenpflanzen zu verbessern. Und ich frage mich gerade, wie das ist, weil hier steht ja, dass dieses Gras Ranchtiere, das heißt Pferde, das heißt Kühe und Lamas können es leider nicht fressen. Also ich bin sehr gespannt, das werde ich aber erst auf Twitch live testen, wenn ich dann, wie gesagt, auf Twitch wieder live bin, wenn das Pack raus ist offiziell, dann werde ich testen, wie das mit anderen Welten funktioniert. Das kann ich jetzt gerade nicht. Das wäre jetzt auch nicht das echte Ergebnis. Das heißt, sobald das Pack offiziell raus ist, werde ich auf Twitch live einige Sachen noch ausprobieren, wie das ist mit den anderen Welten. Auch wie jetzt zum Beispiel mit den anderen Tieren. Wie das ist, wenn man jetzt Pferde, ein Lama, Chickens und sowas im Haushalt hat. Wie die halt so funktionieren mit dem neuen Pack. Das werde ich dann ausprobieren. Ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schlafen. Es geht ihnen komplett ausgezeichnet. Aber ach so, ich habe ja auch die Energie. Ich habe ja alle glücklich gemacht. Wo willst denn du jetzt hin, Pferd? Abschließend für Individuum. Pferd, weil ich glaube, ich muss dann schon auch mal abschließen, du. Für alle Pferde kann man abschließen, für alle Zwergschafe und alle Zwergziegen. Oh, der hatte jetzt nicht so viel Bock. Erzähl ihm mal einen Witz. Wir können ja mal am nächsten Tag zu der Bar noch gehen, die will ich mir nämlich auch nochmal anschauen. Spaßvögel, super Idee. Bandit, möchtest du mal Ball spielen eine Runde? Nee, Bandit hat keinen Bock, Ball zu spielen. Der hat seinen eigenen Kopf. So, sie hat jetzt Energie, gut. Das heißt, sie wird langsam müde. Oh, so süß. So, dann geh du doch mal raus und versuch mal, bei dem neuen Pferd aufzusteigen. Aber denk dran, der ist ein bisschen wilder, ne, Mausi? Musst du vorsichtig sein, bitte. Okay, Charlotte, mach langsam. Oh, süß, guck mal. Oh, wie schön. Oh, das Aufsitzen ist ja toll. Dann reite doch mal eine Runde. Ich mache jetzt mal wieder den Bedürfnis für die Haushaltsbedürfnisse nach oben. Ja, dann geht das Pferdebedürfnis auch hoch. Dann lasse ich uns doch, dann soll sie mal aufsitzen. Wie sieht es mit unserem Nektar aus? Noch nicht gereift. Wir setzen uns mal aufs Pferd. Boah, wisst ihr, was ich mich gerade frage?
Was ist denn, wenn sie das Säugling in ihre Säuglingtasche tut, wenn sie den Säugling in die Rückentrage packt und dann aufs Pferd aufsteigt? Das wüsste ich jetzt gern. Ah, Sophie kann dies nicht tun, während sie einen anderen Sim hält. Gut! Das ist gut. Ich weiß nicht, wie ich das gefunden hätte. So, jetzt möchte ich nochmal schauen. Wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit, wieder Geld zu verdienen, indem wir das scheren. Aufgaben, bitten, um die Gartenarbeit zu kümmern, streicheln. Also wir können es nur verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich es mir nicht sogar gewünscht hätte, dass ich das eben auch haben kann. Aber gut, dann verkaufen wir es halt. Ich meine, für eine Rex to Rich ist schon ganz cool, weil dann können wir... Ach, er nimmt uns das Kind ab, du bist ja ein Süßling, ne? Ja, sagt sie, damit wir aufsteigen können. Toller Papa, guck, der hat jetzt das Kind genommen, damit wir los können. Aus Hand füttern mit dem Präriegras. Oh, schön. So, und dann war das ja noch irgendwie, man kann wohl einen Ranch-Helfer anrufen, der dann kommt und mithilft. Wo geht das? Service engagieren. Ranch-Hilfe für 100 Simoleons. Okay. Das machen wir doch. Da rufen wir jemanden mal an, dass da mal jemand kommt. Vielen Dank, dass du Bucaro Bridge Ranch Service kontaktiert hast. Wir helfen bei der Versorgung der Tiere, führen allgemeine Reparaturen durch und erledigen die Gartenarbeit auf deiner Ranch. Die von dir eingetragene Ranch-Hilfe arbeitet jeden Tag von 7 bis 19 Uhr. Ich weiß halt nicht, ob die sich auch um, naja, Lamas und Kühe kümmern. Na, das muss ich auch testen. Ob das geht. Ich muss einiges testen. Also hier stehen auf jeden Fall noch ein paar mehr Infos dabei, ne? Wie man die... Also das könnt ihr immer sehen. Unter Lektionen könnt ihr euch immer alles Mögliche nochmal in Ruhe anschauen und ganz viel Informationen noch erhalten. Wenn du das nicht möchtest... Ja, das werden wir jetzt einfach gleich rausfinden. Wo ist denn die Ranch-Hilfe? Sind die schon da? 7 und 19 Uhr. Ich sehe noch keine Ranch-Hilfe. Hallo! Bleiben Sie bitte stehen. Süß! So. Bitten... Pferdemist sammeln, Pflanzen ernten, Pflanzen gießen, Reparaturen durchführen, Aufgaben zuweisen, Gartenarbeit, Tier- und Pferdepflege. Ich bin so gespannt, ob der sich auch um die anderen Tiere kümmert. Also diese Welt hier haben wir jetzt schon ein bisschen gesehen, die finde ich echt schön. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Gut, da habe ich jetzt ein bisschen Müll gemacht, ne? Aber ich glaube, hier kann ich mir gut vorstellen zu leben. Ich möchte mir jetzt aber auch nochmal die anderen Bereiche der Welt ansehen. Und zwar waren wir hier oben ja noch gar nicht. Da gehe ich jetzt mal hin. Ich glaube, da oben könnte es schon mehr Wüste sein. Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Und dann gehen wir nochmal in die Mitte der Stadt und schauen mal, was es da so für Objekte gibt. Ich meine, wir haben ja schon die Reitzentrale gesehen, aber da will ich nochmal ein bisschen besser schauen. Das ist schon nicht schlecht. Und ich dachte nämlich im ersten Moment, dass alle Grundstücke so aussehen und das wäre mir dann, glaube ich, ein bisschen zu sehr Brachland gewesen. Aber ich muss sagen, ist auch mal echt schön, das so zu sehen. Gefällt mir schon. Ich finde auch diese Blockhütte ganz süß. Hütte ganz süß. Hinten ist so ein Wasserfall. Ja, und hier kann man wohl auch gut ausreiten. Jetzt ist sie ohne Pferd gereist. Och Mann. Okay. Hier gibt es so ein paar kleine, schöne Stellen, wo man wohl auch lang kann. Oh, guck mal, hier ist die Brücke eingestürzt. Okay, spannend. Schön. Hier oben ist nochmal so eine Grillstelle. So eine schöne Stadt. Schöner Bereich. Hier ist was für eine Pferdetränke, damit die auch was trinken können, wenn man unterwegs ist. Och, schön. Doch, das gefällt mir auch ganz gut. Besser, als ich erwartet hätte, die Welt. Viel, viel, viel besser. Jetzt gehen wir mal hier zum Club. Wir nehmen unser Pferd aber wieder mit. So, hier ist die Bar. Da kann man dann auch diesen Tanz üben. Sausewind herbeirufen. Sag mir jetzt nicht, dass ich mein Pferd... Nee, aber okay, die haben auch eine große Türe gemacht, ne? Ja, gut. Ja, okay. Das Pferd kann auf jeden Fall hier mit rein. Aber die haben auch eine sehr große Tür gemacht, also wollten die das wahrscheinlich auch, dass es möglich ist. Was haben wir denn hier so? Das sieht alles so sehr ranchmäßig aus. Ja, aber nicht so krass, wie ich erwartet hätte. Da ist eine Bar noch. Alles Rabbit Holes. Ah, hier können wir unser Outfit ändern. Das ist so eine kleine Schneiderei. Sonst sind das alles leere Gebäude. Und hier ist wieder das Große. Hier haben wir noch ein paar andere Häuser. Ja, ist schon schön gemacht, die Stadt. Also auch sehr liebevoll hier mit den ganzen Autos und so. Sieht schon schön aus. Dann gucke ich mir jetzt nochmal die Bar an. Mit unserem Pferd zusammen natürlich. Und da dürfte jetzt aber eigentlich nicht die Tür reinlaufen. Hallo Bruno, what goes? Ja, sieht schön aus, ist schön eingerichtet. Ich hoffe, Sausewind kann man jetzt nicht hier herbeirufen. Okay, kommt nicht durch die Tür. Gott sei Dank. Ich hätte es auch einfach gruselig gefunden, wenn man jetzt mit den Pferden überall hätte reingehen können, ne? Sie gönnt sich erstmal einen Cocktail, gut. Haben wir eigentlich ein Preisgeld gewonnen, als wir mit unserem Pferd bei diesem Turnier mitgemacht haben? Belohnungen 500, 625 und 750 Simoleons. Okay, tatsächlich haben wir dann ein Preisgeld gekriegt. Das ist ja ganz cool. Okay, das finde ich schon schön, weil ich glaube, da kann man ganz gut Geld verdienen damit. Unser Pferd läuft jetzt hier draußen einfach durch die Gegend. Aber wisst ihr, was mich jetzt noch
was ich mich jetzt noch frage, ob hier Wildpferde rumlaufen. Weil ich dachte, dass man Pferde rettet, indem man sie halt vielleicht adoptiert, indem sie draußen frei rumlaufen. Ey, da ist ein Auto gefahren. Crazy, hier fahren Autos. Aber ich glaube, dass man die dann wirklich nur retten kann, indem man hier drauf geht. Was aber auch schön ist, also das sind ja dann wie so Tierheimpferde. Aber ich dachte, hier laufen vielleicht auch welche frei rum in dieser Welt. Okay, er sagt, dass er uns mehr Geld bezahlen würde, wenn wir ihm den Nektar verkaufen. Aber du, der ist noch gar nicht gereift. Mysteriöser Rancher. Mit Howdy vorstellen. Stell dich mal mit Howdy vor. Oh, sie hat sie jetzt schon bei allen vorgestellt. Auch bei ihr? Ja, gut. Da ist Nancy. Komm, wir stellen uns bei Nancy mit einem Howdy vor. Ich will sehen, wie du das machst. Wie geht es? Mach mal. Oh, cool. Okay. Unser Pferdchen schläft hier. Dem geht's gut. Hunger ist okay. Ist eingeschlafen. Ja, dann würde ich nochmal nach Hause gehen. So, wir versuchen die jetzt nochmal zu paaren. Wir können sie nicht zwingen, wenn sie nicht wollen, ne? Ich hätte schon gerne einen Fohlen. Er möchte Hilfe. Oh, ja, macht schön Liebe. Und, hat es geklappt? Wissen wir jetzt natürlich noch nicht, ne? Okay, der kümmert sich um unsere Kleinen. Wir können sie wieder für Simoleons scheren. Und ihn kann ich vielleicht nochmal Nektar herstellen lassen. Ach, guck mal, Nektarstation säubern. Da liegt unser Kind übrigens. Mit Arbeit prahlen, Nektar herstellen, Nektarstation säubern. Und dann kann er vielleicht nochmal so einen Apfelnektar machen. Aber erst muss er säubern. Das ist schon cool mit dem Nektar machen. Hätte ruhig seine Hose hochkrempeln können. Muss man das auch ausmisten hier? Stallplatz säubern. Ah, was hat der gemacht? So, da können wir das Profil wieder öffnen. Guck mal, der ist nur 250 Simoleons wert. Der arme Schatz. Aber es ist auch richtig so, weil sonst könnten wir einfach kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Weil der war ja auch nicht so teuer jetzt. Weil er ja ein Pferd war, der ja mehr Liebe braucht als andere Pferde. Ah! Guck mal! Er wartet einen Fohlen. Herzlichen Glückwunsch, Sausewind. Er wartet Nachwuchs. Bald werden kleine Hufe rund ums Haus rumtapseln. Oh, wie süß! Wie lange? Hast du gerade dich in deiner Pipi gewälzt? Wir reden nicht drüber. Ist nicht so schlimm. Oh, wie feini. Ich weiß halt nicht, wie lange das jetzt dauert, ne? Und wie lange ich jetzt warten muss, bis der Fohlen kommt. Aber das wäre schon schön, wenn wir das noch erleben, oder? Oder wollt ihr das selbst erleben? Jetzt weiß ich halt nicht, ne? Ob ihr euch das spoilern wollt oder nicht. Aber ich meine, ihr guckt ja solche Videos, um euch zu spoilern, oder? Also ich meine, ich gucke mir nicht so ein Video an, wenn ich es nicht wissen will, ne? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich würde es noch mit reinnehmen ins Video, einfach damit ihr auch wisst, wie es ist. Und vielleicht ist das ja dann der Moment, wo ihr sagt, okay, das überzeugt mich, das Pack auch zu kaufen. Ich meine, ihr sollt natürlich auch immer selbst noch was entdecken, aber letzten Endes, ich meine, man schaut solche Videos ja, um zu sehen, wie das neue Pack ist. Wie süß schmust denn der bitte mit der Ziege? Sie ist sauber, glücklich, zufrieden und satt. Also so bin ich auch manchmal. Wann macht der Rancher eigentlich Feierabend? Was stand denn da? Der ist nämlich immer noch da. Scheinbar gar nicht mehr. Gut, ich meine, seine Entscheidung, wie lange er arbeiten will. Ach krass, ich habe jetzt gerade mal geschaut. Oh, Windelplatzer. Ich habe gerade mal geschaut, wie es dem Pferd geht. Also ich bin hier auf Wie geht's hier? Und jetzt steht hier, Sausewind ist derzeit im zweiten Trimester der Trächtigkeit. Die Hälfte ist offiziell geschafft. Dauert dann halt schon noch ein bisschen, ne? Also scheinbar genauso lange schwanger wie Erwachsenen-Sim. Ach krass, das Pferd hat jetzt automatisch das hier gefressen. Unser Präriegras. Die ist einfach da hingegangen und hat es gefressen. Cool, dass sie sich da auch selbst mit versorgen. Stehst du gerade im Zaun drin? Ein bisschen nur. So, wie weit bist du, Pferdchen? Glücklich. Okay, mehr steht da jetzt nicht. Und man kann wohl, wenn man während der Geburt dabei ist, einen Moment, einen tollen Moment erleben oder so, habe ich gelesen. Stand da gerade. Charakter. Über das geheime Leben von Tieren reden, wie geht's, Halsmassieren, zuflüstern, umarmen. Also einfach glücklich. Schön. Sie möchte gerne Pferde zur Zucht ermutigen. Wie bist denn du jetzt hier reingekommen? Pferdchen? Oh mein Gott, es geht einfach... Weiß ich nicht. Geht es auch für Haustüren? Kannst du auch hier reinkommen? Nee, okay, es ist scheinbar Wohnungstüren. Ich meine, es ist ja auch untypisch, dass man draußen eine Wohnungstüre hat. Aber auch strange, dass das Pferd durch eine Wohnungstüre kann, ne? Weiß nicht, ey. So, dann gucken wir doch nochmal nach unserer Zwergziege. Die sind schon sehr süß, ne? Wir erzählen jetzt mal einen Witz, einen lustigen. Oh, süß, bist du ganz klein, du kleines Schaf. Ist noch ein Jungtier. Wieso schläft sie denn immer ein, wenn sie... Jetzt hat sie mit dem Schäfchen geredet. Oh, ich mache so Geräusche. Und du? Hä, wieso hast du jetzt... Wieso kostet es jetzt... Also, wieso kriegen wir dafür jetzt 45 Simoleons? Ist die Qualität besser, oder was? Oh, es hasst uns. Du musst uns nicht hassen. Wir lieben dich. Oh, die sind echt süß, die zwei. Aber 60, glaube ich, war vor... Oder waren da 30? Nee, ich glaube, es waren vorher auch schon 60 Simoleons. Schade, dass man mit der Wolle nichts machen kann. Irgendwie hätte ich erwartet, dass man die Milch auch ins Inventar packen kann und die Wolle. Aber das geht scheinbar nicht. Eintauschen gegen Simoleons.
Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Schade eigentlich, ne? Wüssten wir mal dein Fell, du schönes Pferd. Feini, feini, feini. Oh, so süß. Guck mal, wie sie es freut, weil wir es bürsten. Aber wir können jetzt nicht reiten, weil sie ist ja schwanger, ne? Sausewind ist derzeit im dritten Trimester schwanger. Es wird nicht mehr lange dauern, bis das Fohlen auf die Welt kommt. Okay, so lange warten wir natürlich noch. Jetzt hat es gepullert. Feini, feini, feini. So eine Pferdegeburt ist bestimmt sehr aufregend. Die Wehen haben eingesetzt. Okay. Oh ja, es ging doch schnell. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Ich glaube, 2 Tage, ne? Gebärendes Pferd beruhigen. Schnell raus mit dir. Kümmern Sie sich. Jetzt fühlt sie sich unwohl, ne? Ja, genau. Weil sie bekommt eine Baby. Die Wehen haben eingesetzt. Ich kann aber den Sattel auch nicht wegmachen, ne? Ich würde ja absatteln. Zionen? Wo gehst du denn jetzt hin, Pferd? Outfit ändern. Jetzt geht es in das Haus rein. Kommst du bitte raus da? Genau. So, gebärendes Pferd beruhigen. Ja, ich verstehe schon. Sie ist jetzt aufgeregt, ne? Alles fein. Alles ist fein. Freundlich, Charakter, entmutigen, reden. Es hat vor Aufregung gekackert. Ich sammel's ein, keine Sorge. Okay, vielleicht kann sie in ihr Stall gehen, ha? Huh? Ach, macht sie von selbst? Oder willst du spielen? Kriegst jetzt ein Baby, vielleicht spielst du nicht. Ich sag's, sie soll mal in ihre Box. Vielleicht fühlt sie sich dann wohler. Oh mein Gott, das Pferd kommt. Schnell. Pferdeverstand. Für Sophie ist ein ganz besonderes Gefühl, dem trächtigen Pferd geholfen zu haben. Wo ist es, Baby? Huh? Okay. Wir haben ein Fohlen? Ein Stutenfohlen. Morgensonne. Süß. Wo ist es? Oh, hallo. Oh mein Gott. Mit Flasche füttern. No way, Leute. Ist das süß. Die begrüßen sich gerade. Flauderschreck noch ein bisschen gekackt, ne? Oh, es kann noch gar nicht richtig laufen. Randvoll mit Fohlen, Liebe. Was für ein besonderer Moment. Sophie ist völlig überwältigt von all dem Glück. Oh, geh doch bitte nicht da rein. Okay, also normalerweise hat man das ja aber auch nicht, dass man eine Türe innerhalb, also eine, ne? Das ist ja eine Wohnungstüre, die innerhalb der Wohnung stattfindet. Ich habe das ja nur probiert, um, ne, den Raum zu haben. Das heißt, sie laufen ja nicht durch die Haustür, somit können sie auch nicht innen rumlaufen. Oh, es ist ganz süß. Oh, hallo. Mein Gott, ist das süß, ne? Das ist ein besonderer Moment. Cool, zum Glück haben wir es noch erlebt. Und hier steht jetzt Zuchtmerkmal. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt deines neuen Fohlens. Morgensonne hat ein einzigartiges Zuchtmerkmal erhalten. Zäh. Och, süß. Du kleines Wesen. Zeig mal. Charakter, lernst gerade kennen. Wie süß. Oh, süß. Gefühle für Morgensonne. Cool. Ängstlich, unabhängig, aggressiv und zäh. Nun, diese Pferde sind zum Laufen geboren. Sie können lange Zeit trainieren, ohne müde zu werden. Oh, wie aufregend. Schön. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das war natürlich jetzt auch doch ein relativ langer Part. Ich glaube doch, dass wir relativ viel gesehen haben. Also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass ich nicht glaube, dass wir alles sehen können. Aber ich glaube, wir haben im Großen und Ganzen schon viel gesehen. Ich finde das Pack cool. Ich glaube, ich kann das gut integrieren mit anderen Packs. Ich werde mir am 20., wenn der Release stattfindet, das Pack nochmal ein bisschen genauer anschauen, auch im Zusammenhang mit anderen Packs. Ich habe es schon angekündigt, weil ich sehr viele Fragen noch habe, die jetzt noch unbeantwortet sind. Und ich möchte gerne dieses Pack mit dem zum Beispiel nachhaltig Leben Pack, aber auch mit dem Farm Leben Pack kombinieren. Na, so ein bisschen selbstversorgermäßig mit anderen Tieren noch. Und ich bin mal gespannt, inwieweit man das alles kombinieren kann und zusammenfügen kann. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das gut funktioniert. Wäre natürlich wichtig, gerade bei so einem Pack jetzt, ne, wenn man jetzt ein erweitertes Pack hat, hoffe ich sehr, dass das alles gut in Kombination auch funktioniert. Ich bin mal auf eure Kommentare gespannt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Pack bis hierhin findet. Ihr habt jetzt, wenn ihr die Reihenfolge so gemacht habt, wie ich sie jetzt aufgenommen habe, dann habt ihr jetzt Cast gesehen, ihr habt Bild bei gesehen und ihr habt Gameplay gesehen. Ich bin sehr gespannt, was euer Fazit ist. Schreibt es mir gerne in Kommentare. Natürlich kann es auch sein, dass ihr in anderen Reihenfolge schaut. Da bin ich trotzdem sehr neugierig. Also schreibt mir gerne, was ihr jetzt von dem Pack haltet, ob ihr es euch holen werdet oder ob ihr sagt, ihr wartet auf einen Sale oder ob ihr sagt, Pferd interessiert mich gar nicht. Das Pack ist mir zum Beispiel zu wenig oder mir gefällt das nicht oder jenes nicht. Da bin ich mal sehr gespannt, weil die Meinungen gehen ja dann doch immer ganz schön auseinander von allen und bin einfach mal so auf die allgemeine Meinung und auch die einzelne Meinung von euch gespannt. Ich hoffe sehr, euch hat dieser Dreiteiler gefallen. Ich hoffe, das war in Ordnung für euch, dass ich das auf 3 gesplittet habe und ich hoffe, ich konnte euch alles zeigen, was ihr sehen wolltet oder wofür euch interessiert habt. Wie gesagt, sollte noch was fehlen, kommt gerne in meinen Livestream rein am 20. Juli, da wird das Pack veröffentlicht und da schauen wir uns zusammen nochmal die Inhalte im, wie gesagt, Livestream an, da kann ich direkt auf eure Fragen eingehen und euch Dinge explizit zeigen. Dann wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag, Mittag, Abend, meine Lieben, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssli!